Heute habe ich auch noch mal zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher für euch. Und zwar sind das die ersten beiden Bücher, die ich im Januar beendet habe. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir als allererstes mit Die wahre Königin von Sophie Jordan. Das ist der erste Teil der Königreich der Schattenreihe. Es gibt jetzt noch einen zweiten Teil, der kommt am 4. Februar, glaube ich, raus. Und deswegen habe ich dieses Buch auch diesen Monat gelesen. Ich habe das zusammen mit der lieben Nina gelesen von Ninas Lesezeit. Ich verlinke euch ihren Kanal mal unten in der Infobox, falls ihr sie noch nicht kennt. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall mit der lieben Nina zu lesen. Wir wollen auch auf jeden Fall den zweiten Teil wieder zusammen lesen. Und ja, die wahre Königin. Was soll ich dazu sagen? In diesem Buch geht es um Luna. Und Luna ist die wahre Königin des Landes Relhok. Das darf aber niemand erfahren, denn ihre Eltern sind verraten und ermordet worden. Und ihre Amme hat es damals geschafft, mit ihr zu fliehen. Und so lebt Luna ganz, ganz weit entfernt von ihrem Königreich in einem kleinen Turm. Und was noch erschwerender dazu kommt, ist, dass am Tag von Lunas Geburt die Finsternis hereingebrochen ist und nie wieder die Sonne geschienen hat. Das heißt, sie haben immer Nacht. Es gibt Mitterlicht, heißt das bei denen. Da ist immer für eine Stunde ein bisschen Sonnenlicht, wo so ein bisschen halt die Menschen mal Sonne kriegen. Und ja, ansonsten ist es immer Nacht und dunkel. Und ja, niemand darf halt erfahren, dass Luna noch am Leben ist. Und eines Tages ist es so, dass Luna auf den Waldläufer Fowler trifft. Und Fowler hat ein bestimmtes Ziel. Also er durchquert quasi nur ihren Wald, um zu einer Insel zu kommen, an der es angeblich noch Sonnenlicht gibt. Und die Situation, wo die beiden aufeinandertreffen, ist natürlich nicht ganz so einfach, denn Fowler braucht Lunas Hilfe. Und kurze Zeit später tauchen auch noch die Soldaten des Königs auf und wollen Luna töten. Denn er sucht weiterhin nach ihr und will die wahre Königin von Relhok vernichten. Und so muss Luna fliehen und der Einzige, der von nun an ihrer Seite steht, ist Fowler. Und was die beiden dann so erleben und ja, ob Luna es schafft, vor dem bösen König zu fliehen, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ich muss sagen, ich habe von diesem Buch etwas ganz anderes erwartet, wie das, was es war. Ich bin aber sehr positiv überrascht worden. Ihr wisst, ich bin ein Mädchen und ich liebe es, wenn Liebesgeschichten im Vordergrund stehen. Und es war in diesem Buch so. Die Liebesgeschichte steht hier schon relativ weit im Vordergrund. Also es ist definitiv Mädchen-High-Fantasy. Ich kann es nicht anders sagen. Also es ist High-Fantasy, wo hier definitiv die Liebesgeschichte komplett vordergründig handelt und erzählt wird. Und das hat mir persönlich natürlich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich kann nur sagen, die Handlung fand ich richtig gut. Gerade auf Seite, ich glaube 50 oder so, kommt so ein Plot-Twist, wo du so denkst, what the krass. Die Autorin lässt sich aber auch echt immer was einfallen. Und gerade auch am Ende, wo nochmal einiges ans Licht kommt und aufgeklärt wird. Oh, es war so gut. Und das Ende an und für sich hat so einen mega fiesen Cliffhanger, dass ich so froh bin, dieses Buch erst jetzt gelesen zu haben. Und nächsten Monat kommt ja der zweite Teil, dass ich dann gleich weiterlesen kann. Denn hätte ich jetzt hier, keine Ahnung, 6, 7, 8 Monate warten müssen, wäre ich, glaube ich, gestorben. Weil dieses Ende war so, oh mein Gott, nein, das kann doch nicht jetzt das Ende sein. Das ist quasi so ein Ende mitten im Satz. Kennt ihr das, wenn das so ein Ende ist und es endet quasi an der spannendsten Stelle mitten im Satz? So ein Ende ist das und du denkst dir nur so, what the... Ja, auf jeden Fall fand ich die Handlung richtig, richtig gut. Ich konnte das komplett nachvollziehen. Ich konnte auch die Charaktere sehr, sehr gut verstehen. Ich konnte die Entwicklung der Charaktere sehr, sehr gut verstehen. Und Luna ist eine Protagonistin, die diese Geschichte richtig, richtig gut trägt. Und Fowler ist... Er ist so ein typischer kleiner Bad Boy und er will sie nicht und er will die Verantwortung nicht für sie übernehmen, wo er ja dann mit ihr flieht und er hatte einfach nur Bock drauf. Er will einfach nur seine Ruhe haben und zu dieser Insel fliehen und sich nicht noch um jemanden kümmern müssen und das zeigt er ihr halt auch am Anfang. Und auch die Entwicklung, die er so in der Geschichte macht, hat mir sehr, sehr gut gefallen und das mochte ich auch sehr. Und ja... Wahnsinn, einfach toll. Die Charaktere waren richtig, richtig gut. Also ich muss sagen, unsere beiden Hauptcharaktere haben mir richtig gut gefallen, genauso wie die Nebencharaktere, die fand ich auch einfach richtig gut. Der eine Nebencharakter hier, der hatte einen sehr, sehr merkwürdigen Namen. Also es war ein weiblicher Nebencharakter. Ich möchte diesen Namen jetzt hier nicht nennen, sonst verrate ich, glaube ich, zu viel. Auf jeden Fall hatte dieser eine Charakter so einen ganz, ganz komischen Namen, wo Nina und ich beide gedacht haben, so, boah, scheiße, wie spricht man das denn jetzt aus? Und ich dachte am Anfang, ist es vielleicht einfach nur ein Schreibfehler, dass das eigentlich ein anderer Name ist, aber nein. Dieser Charakter hieß anscheinend wirklich so und das war irgendwie merkwürdig. Aber naja, gut, so ist es halt bei Fantasy-Geschichten, da gibt es manchmal sehr, sehr merkwürdige Namen. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, Charaktere waren ganz, ganz toll. Die Charakterentwicklung hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten kann ich vom Setting her auch nur sagen, dass mir die Welt ganz, ganz toll gefallen hat. Dadurch, dass es ja ein Königreich ist und eine Welt, die komplett im Schatten liegt, war das natürlich etwas auch von der Stimmung her in diesem Buch etwas ganz, ganz Besonderes, denn
sind wir mal ehrlich, ich glaube, jeder hat so vom Urinstinkt her nicht Angst vor der Dunkelheit, aber man fühlt sich halt in der Dunkelheit nicht ganz so wohl wie bei Tageslicht. Also so geht es mir auf jeden Fall. Und das finde ich, diese Grundstimmung hat man in diesem Buch auch einfach gemerkt. Und ja, fand ich richtig, richtig gut. Und auch diese komischen Viecher, die es dann noch in diesem Buch gibt, das fand ich auch sehr, sehr spannend, dass man da noch so einen quasi Gegner hat, der immer da ist. Und ja, ich fand den Verlauf der Geschichte richtig toll. Ich fand die Charaktere richtig gut. Das Setting hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, der Schreibstil. Kommen wir noch zum Schreibstil. Der Schreibstil von Sophie Jordan hat mir bei Infernale auch schon sehr, sehr gut gefallen. Ich fand ja auch Infernale, den ersten Teil, richtig gut. Ich fand auch den zweiten Teil von Infernale eigentlich wirklich gut, wenn man ihn unabhängig vom ersten Teil betrachtet. Ich fand halt bei Infernale, den zweiten Teil, es doof, dass die Geschichte sich komplett so entwickelt hat im Vergleich zum ersten Teil. Und das hat mir nicht gefallen, aber wenn man den zweiten für sich betrachtet, war es auch richtig gut. Aber es geht hier nicht um Infernale, sondern um die wahre Königin. Ja, also der Schreibstil war auch richtig gut. Es ist ein schöner, lockerer, leichter Jugendbuchschreibstil. Er ist ein bisschen romantisch, natürlich, weil die Liebesgeschichte hier im Vordergrund steht. Und es werden viele tolle Metaphern auch mitverwendet und erzählt. Und ja, ich mochte es einfach sehr. Und wie gesagt, dieser Plot-Twist auf Seite 50, 60 ungefähr, wo man da noch was erfährt, das war einfach so... Oh mein Gott, sowas hatte ich noch nie. Sowas habe ich noch nie gelesen. Und das hat mir einfach so unglaublich gut gefallen, weil die Autorin hier einfach sowas von einem rausgehauen hat, womit man einfach nicht rechnet. Und ja, war einfach nur mega. Und wie gesagt, auch das Ende, was da noch alles rausgekommen ist, war einfach nur richtig gut. Und dieser Cliffhanger, ne, wie gesagt, das ist das Ende mitten im Satz, war einfach nur gemein. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt im Februar den zweiten Teil lesen kann. Und ich freue mich schon drauf. Und ihr kriegt dann auf jeden Fall... Oh, meine Haare hängen fest. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn ich jetzt im Februar den zweiten Teil lesen kann. Es ist, glaube ich, auch nur eine Dilogie. Das heißt, mit dem zweiten Teil ist dann, glaube ich, auch Schluss. Das heißt, ihr kriegt dann natürlich auch nochmal eine Reihenvorstellung von mir. Aber ich kann euch Königreich der Schatten, die wahre Königin von Sophie Jordan, wirklich nur empfehlen. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Ich mag es sehr und kann es euch nur empfehlen, wenn ihr gerne Mädchen-High-Fantasy-Geschichten lest. Das ist so toll, es ist so toll. Ach, Fowler ist so toll und Luna ist so toll und es ist alles so toll. Ja, ja. Kommen wir als nächstes nur noch zu dem Buch, was ich von meiner 18 für 18 Liste gleich jetzt im Januar gelesen habe. Und zwar ist das Starters von Lissa Price. Ich habe dieses Buch mit auf meine 18 für 18 Liste gesetzt. Es ist eine Subleiche, die liegt, glaube ich, schon seit 3 Jahren hier rum, dieses Buch. Also es ist somit die älteste Subleiche, die ich habe. Ich habe dieses Buch jetzt gelesen und ja, was soll ich sagen, es war nicht mein Buch. Das Buch hat wirklich richtig gut angefangen. Also ich habe das ja mit der lieben Kathi zusammen gelesen. Hallo Kathi. Und Kathi und ich waren am Anfang sehr, sehr begeistert von der Geschichte. Aber je weiter die Geschichte fortschritt, umso weniger Bock hatte ich auf die Geschichte. Die hat sich dann einfach in so eine komische Richtung entwickelt, womit ich nichts anfangen konnte. Und das war mir dann an gewissen Stellen war mir das auch einfach zu teenie-mäßig. Da habe ich wieder gemerkt, ich bin einfach zu alt teilweise für solche Geschichten. Und ja, es war einfach nicht mein Buch. In diesem Buch geht es um Kelly und Kelly ist 16 Jahre alt. In der Welt, in der Kelly lebt, ist es so, dass es nur noch entweder ganz, ganz alte Leute gibt oder ganz, ganz junge. Denn es gab einen Krieg und dieser Krieg wurde mit chemischen Waffen quasi geführt und somit sind alle Leute gestorben, die nicht geimpft worden sind. Und die Regierung hat halt damals festgelegt, dass zuerst alle Alten und alle Jungen geimpft werden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es bei den Erwachsenen, die gesund sind und schon voll entwickelt sind, halt quasi, dass sie es vielleicht auch so überleben. Dem war nicht so. Deswegen gibt es jetzt nur noch ganz, ganz alte Menschen und ganz, ganz junge. Und die Welt hat sich halt in so eine Richtung entwickelt, dass die Alten über die Jungen herrschen. Und wer von den jungen Leuten keine Großeltern mehr hatte, hat halt einfach mal schlechte Karten und ja, wird von dem System natürlich auch unterdrückt. Kelly ist eine Waise, das heißt, sie hat niemanden mehr, ihre Eltern sind gestorben und auch sie hat auch keine Großeltern mehr. Den einzigsten Verwandten, den sie noch hat, ist ihr kleiner Bruder und um den zu beschützen, würde sie alles tun. Und Kelly braucht halt irgendwie Geld, um zu überleben und so verkauft sie ihren Körper an die Bodybank. Die Bodybank ist so eine neue Institution, wo alte Leute, also das sind die Enders, das sind halt immer die Rentner und die Jungen sind die Starters. Und es ist halt so, dass in dieser Bodybank die alten, reichen Leute sich junge Körper mieten können und dann halt mit denen nochmal einen drauf machen können. Keine Ahnung, Party feiern, Bungee Jumping, was auch immer. Und ja, können die sich das halt für eine gewisse Zeit mieten und können damit halt viele lustige Sachen machen. Und Kelly verkauft halt ihren Körper an diese Bodybank, aber bei ihr geht etwas schief. Sie wacht
während ihres Auftrages auf. Und das darf nicht passieren. Und als sie erwacht, merkt sie sofort, dass irgendetwas nicht stimmt. Und sie hat eine Stimme im Kopf, die ihr sagt, dass sie auf jeden Fall nicht jetzt zur Bodybank zurückgehen soll und dass sie in großer, großer Gefahr schwebt. Und was das für eine Gefahr ist und was halt noch alles mit dieser Bodybank da dahinter steht, das ist es halt, worum es in Stardust schlussendlich geht. Ich kann zur Handlung wirklich nur sagen, dass mir das Buch am Anfang sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand die Entwicklung der Geschichte am Anfang richtig gut und sehr, sehr spannend. Aber irgendwann war ich einfach an einem Punkt in der Geschichte, wo die für mich so richtig abgefallen ist. Wo für mich irgendwas, ich weiß nicht mehr, wann das war. Also es war so vielleicht Seite 150, 180. Da war dann ein Plot-Twist in der Geschichte, den ich nicht mehr verstehen konnte. Und wo ich einfach nur dachte, das ist für mich jetzt extrem unlogisch an dieser Stelle. Das ist aber so ein entschiedener Punkt gewesen in der Geschichte, wodurch sich die Geschichte natürlich in diese eine Richtung entwickelt hat. Und damit konnte ich nicht umgehen. Und das war für mich einfach komplett von Grund auf unlogisch. Und deswegen war dann für mich die Geschichte ab dem Zeitpunkt irgendwie doof. Und ich konnte das alles irgendwie auch nicht mehr nachvollziehen. Also es waren dann, wie gesagt, noch ein paar andere Sachen, die in diesem Buch dann passiert sind, wo ich einfach nur dachte so, irgendwie ist das total creepy, irgendwie ist das für mich nicht logisch. Und ich konnte mich dann auch in die Protagonistin absolut nicht mehr hineinversetzen und ich habe das auch absolut nicht mehr verstanden, was sie da gemacht hat. Und das Ende fand ich einfach nur extrem merkwürdig und ich habe nur gedacht so, hä? Was? Hä? Und ich habe jetzt auch null Bedürfnis, den zweiten Teil ehrlicherweise zu lesen. Und ja, ansonsten Charaktere, wie gesagt, Kelly mochte ich am Anfang wirklich sehr. Hat dann für mich, wie gesagt, ab diesem Punkt auch eine Entwicklung gemacht, wo ich einfach nur dachte so, ja, verstehe ich jetzt nicht. Und auch die Nebencharaktere waren für mich teilweise so undurchsichtig. Und wie die dann agiert haben, gerade dann so zum Ende hin, war für mich das einfach unlogisch, dass die auf einmal so eine 180-Grad-Drehung gemacht haben, manche Charaktere. Und das war für mich irgendwie auch alles einfach nicht greifbar. Also auch was die Charaktere und die Entwicklung darin betrifft. Was die Welt betraf, das war schon okay. Also was das Setting betraf, die Beschreibungen und Umschreibungen, das spielt hier sozusagen in Beverly Hills. Es ist vieles durch diesen Krieg zerstört worden, aber vieles ist halt auch noch da. Und ja, also vom Setting her kann ich nur sagen, dass es im Großen und Ganzen wirklich okay war. So, da war jetzt 2 Minuten vor Schluss mal hier einfach noch die Speicherkarte voll. Die musste ich jetzt mal fix leer machen. Ich war jetzt, glaube ich, gerade dabei zu sagen, dass das Setting und Worldbuilding hier okay war. Ich konnte es gut verstehen. Ich konnte auch die Welt gut verstehen. Ich konnte auch den Ansatz der Geschichte eigentlich gut verstehen. Das ist ja eine Dystopie. Und auch das mochte ich eigentlich sehr vom Ansatz der Geschichte her. Aber wie gesagt, diese Entwicklung, die dieses Buch nahm, war nicht meins. Ja, der Schreibstil von Lizza Price ist ein Jugendbuchschreibstil, er ist relativ leicht und locker zu lesen. Für mich, wie gesagt, dadurch, dass diese Ungereimtheiten in der Geschichte waren, bin ich an manchen Stellen gestolpert. Aber ich glaube, das lag jetzt persönlich an mir und an meiner Einstellung zu der Geschichte. Ich denke, dass das anderen wieder nicht so ergehen wird. Und ja, Stardust war einfach nicht mein Buch, es war nicht meine Geschichte. Und ich werde auch Endless nicht mehr lesen. Ich habe zwar Endless auch schon zu Hause, aber das wird dann ungelesen wieder ausziehen, denn was soll ich ein Buch lesen, wenn es mich nicht anspricht? Und ich fand das Ende hier einfach nur verwirrend. Ich habe am Ende gedacht so, what the... Hä? Also diese eine creepy Sache am Ende, die da noch rauskam, die fand ich schon irgendwie sehr, sehr gruselig. Und auch dann diese andere Sache, wo du dir denkst, so, was hat das denn jetzt damit zu tun? Das ist jetzt irgendwie schon so, hä? Und das war mir einfach irgendwie alles zu verwirrend und zu undurchsichtig. Und das war halt einfach nicht meins. Und ja. Ich habe Stardust gelesen, ich kann es jetzt von meiner Liste streichen, aber das war's dann auch. Es wird definitiv das erste Buch, was zu meinen abgebrochenen Reihen 2018 gehört. Und ja, sorry an alle, die Stardust gemocht haben. Mir hat es jetzt leider persönlich nicht gefallen, aber so ist das halt. Geschmäcker sind verschieden. Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.